Das erste Sujet ist unüberhörbar, kommt langsam näher. Wir können es anders sehen, ein Alpfahrt Blanca. Was kannst du uns da dazu berichten? Wir hören hier und sehen hier das Doppelquartett Pfeifenstier, das mit dem Sendum vom Hackbühl überfährt. Für die, die den Hackbühl nicht kennen, der ist unter dem Grube. Da ist der grüne Hügel da hinten, sage ich mir, vom Oberdorf, wo der Kasten noch hin. Und die sind jetzt extra für den Umzug rausgefahren aus der Alp, also uns da können bieten und sagen. Ich habe vorausgesehen den Gässbub mit der typisch gelben Hose und hören drei Gässmädel, wo die Gäss und dort können wir neu öffnen. Pfeifenstier, der Gesang geht wunderbar und ich möchte euch auch sagen, sie haben beim Witt-Vortrag das Noten 1 gemacht. Also mit den besten Noten den Vortrag abgeliefert. Gratulation an dieser Stelle als Doppelquartett Pfeifenstier. Das ist sicher ein Applaus wert und auch für den schönen Alpaufzug. Doppelquartett Pfeifenstier, einer der 7 Trägervereine von dem nordostschweizerischen Jodlerfest. Der Präsident des Doppelquartett Pfeifenstier hat am Wochenende eine Doppelfunktion gehabt. Er ist nämlich auch der OK-Präsident, der Philipp Haas, den wir ein bisschen später hoffentlich dann auch noch sehen werden, hier im Umzug. Was auch ganz spannend ist, der Stier hier, der ist nicht irgendein Stier, sondern der ist der Siegerpreis vom Jubiläumsschwingfest, den man hat müssen verschieben vom 2020 bis 2024 zu Appenzell. Können auch natürlich die Lady, das Ross mit dem ganzen Zeug, das man auf der Alp braucht, und können auch den Stosswagen, um natürlich dann auch die Strassen wieder sauber zu haben, für all die Nummern, die noch kommen. Und hinter dem Alpaufzug auch noch Steffeli. Die Kinder vom Jugendchörli Appenzell sind heute im Einsatz als Steffeli-Träger. Und wir machen gleich weiter mit den Ehrengästen und dem OK vom nordostschweizerischen Jodlerverband. Ein 47-köpfiges OK hat sich hier in den letzten 3 Jahren engagiert, damit man diesen traumhaften Wochenende geniessen mit wunderschönen Vorträgen und dem Petrus, der offenbar auch noch inoffiziell das OK-Mitglied war. Mit dabei heute auf der Gästeliste auch Karin Niederberger, sie ist die Zentralpräsidentin des Eidgenössischen Jugendverbandes und auch Vertreter von anderen Unterverbänden, Bernisch-Kantonale Unterverbände, Zentralschweizer, Nordwestschweizer und Westschweizer, haben sich heute unter den Ehrengästen befunden. Weiter geht's musikalisch, Blanca. Wir hören hier gerade Harmonie Appenzell mit dem Tambour. Schon letzte Woche ist im Appenzellerland gefestet worden, Musik gemacht worden. Am Appenzell am Kantonalmusikfest zu Heide. Und die Harmonie Appenzell hat hier hervorragend abgeschlossen. Ja, die Harmonie hat abgeschlossen mit dem ersten Rang. So spiele ich bei der Steffi Klasse 1, den ich sehe, in der Harmonie.
Und nicht nur die Harmonie selber, sondern auch die Jugendmusik von der Harmonie Appenzell in der dritten stärksten Klasse hat einen hervorragenden zweiten Rang geholt, letzte Woche in Zäden. Gratulation der Harmonie und ein herzliches Willkommen im Nordostschweizerischen Jodlerverband mit dem Jörg Burkhalter, der hier stellvertretend für den Verband mitläuft hinter der Fahne. Und jetzt geht es Schlag auf Schlag weiter mit der Volkstanzgruppe und der Trachtenvereinigung von Appenzell. Der Trachtenverein darf auf eine lange Zeit zurückschauen. Sie haben das letzte Jahr 90 Jahre Jubiläum gefeiert. Und auch die Trachtentanzgruppe gibt schon eine Ebensweile, die ist 1959 gegründet worden. Hier sehen wir jetzt gerade die Mächtigstracht bei den Frauen. Fast alle Frauen haben es hier gerade an. Typisch der Rock und die Schuss, die nicht ganz bis zum Boden runtergeht. Die breiten Fältchen, das Brüchen oben durch. Genau. Und Hönnen auch, sehen hier auch noch andere Trachten. Hier sehen wir gerade ein paar Emeltracht oder Sonntagstracht, wie wir sagen. Die geht bis zum Boden ab, die Schoss bis zum Boden ab und der Rock. Das ist natürlich noch mal ein bisschen festlicher zu der Wächtigstracht. Schön, dass wir hier auch die Vielfalt von unseren inneren Trachtentüren sehen. Ein herzlicher Applaus all diesen Trachtenfrauen und diesen Sinnen, die sich extra heute ist alle geworfen hin. Unterwegs mit dem Ochsenwagen und Fondue, wo hier verteilt wird, der Jodlerclub Tüfe, einer der grössten Jodlerclub aus der Region. Ein Dorf, wo dank der vielen Klausen Schüppel eine grosse Jodeltradition hat und einen Haufen Nachwuchs. Danke vielmals für das Getränk. Die Tiere ganz am Anfang gesehen haben, das sind Topse aus der Waldeck. Also auch aus der Region. Von den jung gebliebenen Tüfen kommen wir jetzt zu einer ganz jungen Formation, die aber schon seit Jahren all wieder sehr schön und nachwuchsfördernd im Einsatz ist. Ein Applaus für das Kinderjodelchörli Moslig. Der Stefan und seine Frau, Jolanda Segmüller, setzt sich seit vielen Jahren ein für den Nachwuchs. Und darum wird auch gefeiert im November 25 Jahre Kinder-Jodelchörli Moslig. Generell kann man sagen, dass der Nachwuchs boomt. Wir haben auch viele Kinder-Jodelformationen der Estunia beim Fest. Der Jodel von den Jungen wird auch sehr gefördert vom Verband aus. Es gibt eine eigene Kinder-Obfrau im Jodel, das ist Claudia Nora Bucher. Und die Jodelchörli mit den Jungen sind ganz wichtige Basis, damit es dann auch bei den Erwachsenen in den Jodelclub wieder talentierten und gut ausgebildeten Nachwuchs hat. Und weiter geht es auch gleich schon mit unserer nächsten Nummer. Hier haben wir die gemischte Jodelgruppe von Münchwilen. Auf dem Wagen sehen das Gerichtsgebäude von Münchwilen in einem Maßstab von 1 zu 7. Sie sind hier sehr detailgetreu das Gebäude nachbauen. Auch die gemischte Gruppe von Münchwilen kann man gleich wieder hören. Am 12. November haben sie ein Herbstkonzert bei Ihnen in der katholischen Kirche zu Münchwilen. Und nächstes Jahr, im 2023, feiert sie das 75-jährige Jubiläum. Jetzt wünschen wir am nächsten Sujet ein erfrischendes Lüftchen. Wir freuen uns über den Appenzeller Sennehundenclub. Ich sehe hier, wie lebendig die Hunde sind. Das ist auch ein typisches Merkmal dieser Rasse. Sie sind sehr lebendig, sind eingesetzt worden oder werden jetzt noch eingesetzt zum Schutz von Haus und Stall auf den Alpen oder dann noch auf den Betrieb. Und auch sicher gerade, wenn man auf der Alp ist, legt, wenn man Kühe holen muss oder gässen, wenn man den Hund schicken kann und so ein bisschen
fährt die Energie zusammenzuhalten, gerade in dem warmen Wetter. Wenn man die Beschreibung lässt vom Appenzeller Sennenhund, eben Bless, das tönt fast wie eine eierlegende Wollmilchsau. Temperamentvoll, robust, intelligent, lernwillig. Sie verstehen die Körpersprache vom Meister sehr gut und sind auch kinderlieb, also eigentlich der perfekte Familienarbeits- und Sporthund. Weiter geht's mit dem Jodelkörli Schönen Grund. Unter dem Motto bei uns im Schönen Grund. Wenn ihr hier die verschiedenen Männer auf dem Wagen oben seht, sie haben uns angegeben, das Durchschnittsalter von ihrem Verein liegt bei 39,8 Jahren. Also macht euch selber ein Bild, ob da jemand reinkommt. Oder ob da vielleicht gleich ein, zwei Jugendliebe den Altersdurchschnitt noch ein bisschen abkorrigiert haben. Auch euch haben am Wettvortrag die Höchstnote 1 gemacht. Und das Fahrzeug ist kein Umzugssujet, aber zeigt natürlich auch, dass Sicherheitsorganisationen und Sanität eine wichtige Rolle an dem Fest spielen. Danke euch vielmals für euren Einsatz in diesen 3 Tagen. Der Helferin, aber auch allen von der Sanität und der Sicherheit und der Feuerwehr. Ja, der Nikolas hat es am Anfang schon angesprochen, mit dem riesen Wettergefühl gehabt. Diese Woche in dem Freitag bei noch bedecktem Himmel unsere Festeröffnung dürfen starten. Wir sind ganz gut davor gekommen, ein bisschen gespritzelt hat es noch, aber nachher pünktlich auf der Eröffnung hat es dann auch aufgetan, hat aufgehört der Regen. Wir haben eine ganz schöne Eröffnung dürfen feiern und jetzt auch gestern und heute bis jetzt ohne grosse Zwischenfälle dürfen unser Jodelfest durchführen. Und sind sehr dankbar, dass ihr alle da sind. Also mit uns gefeiert haben, mit uns eins genommen haben, vielleicht auch 2 oder 3, und dass nichts Gröbes passiert ist. Ich hoffe, das geht jetzt auch noch bis zum Schluss so weiter, dass wir es geniessen können. Jetzt hören wir uns auf die Alphorn- und Büchelgruppe Sonnenberg und die Thurgauer Fahnenschwingervereinigung freuen. Sie sind unterwegs auf einem sauren Lastwagen. Dirigent und Präsident von der Alphorn- und Büchelgruppe ist der Fredi Schneider und mit dabei in dieser Gruppe ist auch Malina Grimm. Sie war 2019 Gewinnerin vom Nachwuchswettbewerb in der Sendung Viva Volksmusik. Hat er hier schon hervorragend gemacht und jetzt hier auch auf dem sauren Lastwagen oben ihr Können beweisen. Und auch am Fest ist es geraten. Ja. Wenn man hier die Klassierungsliste anschaut, die ist für alle zugänglich online auf unserer Webseite, könnt ihr die. Und es euch auch interessiert, wer wo wie abgeschnitten hat. Die Büchelgruppe hat auch mit der Höchstnote 1 abgeschlossen. Voll dabei sind Fahnenschwingen. Die haben es natürlich bei uns in Appenzell nicht ganz so einfach, weil bei uns nicht mal der Föhn blasen oder auch die Beise geht. Ist zum Glück hat es heute ein astiges Problem. Gestern war es auch ganz schön, sie haben Nachwuchsworkshops gemacht. 3 Kurse am Nachmittag waren ganz gut besucht. Da durfte man auch als Anfänger mal reinschnuppern, mal schauen, wie schwierig es da ist, um so am Fahnen erstens mal reinzuwerfen, mit den richtigen Kriterien und dann zweitens fangen dann auch noch wieder, mit der richtigen Hand, mit der richtigen Position. Also ist nicht ganz ohne, was hier die Männer uns sagen und die Frauen. Thank you.
hier als Abschluss gesehen, auch den Franz Inauen, den Kügeles Franz. In den letzten paar Tagen hinter uns sicher auch auf unseren Erscheinungsbildern gesehen, weil er ist auch eines von unseren Aushängeschild für das Jodlerfest hier in Appenzell gesehen. Und wir geniessen die Klänge von der Musikgesellschaft Brüllisau. Parademusik, der erste Rang von insgesamt 18 anderen Musikgesellschaften. Also gratuliere ganz herzlich zu eurem riesen Erfolg. Wir freuen uns auf die Stadtjodler im Fürstenland Gossau, wo das Schloss Oberberg im Osten von der Stadt Gossau als Wahrzeichen gerade mit auf Appenzell gebracht haben. Hallo miteinander. Gossauen hier natürlich ganz, ganz alte Hasen. So haben nämlich auch ein Jodelfest zu Gossen gehabt. Und zwar im 2016, genau an den gleichen Tag wie wir. Auch vom 1. bis zum 3. Juli 2016 soll es Jodelfest hören haben. Und mit dabei wäre hier auch der Jörg Burkhalter, also der Präsident der Stadt Jodeln. Der ist natürlich vorher schon mitgelaufen beim OK von unserem Jodelfest. Als nächstes zwischendurch uns auf einen weiteren Trägerverein von dem Jodlerfest hier in Appenzell freuen. Sie haben ein strenges Wochenende gehabt. Man hat es gestern Abend auch noch im Fernsehen bestaunen in der Sendung «Platz Musik». Und natürlich als Trägerverein auch intensiv am Jodlerfest im Einsatz. Das Krobeck-Hörli. Ja, ich glaube, Nikolas, da hast du sicher noch eine Anekdote zum erzählen. Ich habe ja im Krobeck oben, so viel es mehr ist, die Filmaufnahmen machen. Wir sind in der Scheidegg oben gesehen, bei Nebel. Haben das Krobeck-Hörli dann halt bei Nebel gefilmt vor zwei, drei Wochen für die Sendung, die gestern Abend ausgestrahlt worden ist. Und wo wir dann am Abend drinnen den Rest der Sendung am Aufnehmen sind, hat es draussen aufgerissen. So schön hat man in Alpstein gesehen, dass wir das Krobeck-Hörli nochmal mobilisiert haben, nochmal aufgestellt haben und dann bei schönstem Wetter nochmal durch filmen. Mindestens so schön, wie es jetzt gerade ist. Und da von 3-Jährigen aufwärts das Kinderjodelchörli Rintel unter der Leitung von der Sissi Rieck. Voraus kommen die ganz Kleinen. Und die Grösseren kommen hinten an mit dem Traktor, mit dem Motrak und verteilen eine Spezialität aus dem Rintel. Sie haben den berühmt-berüchtigten Rintaler Ribbel dabei.
ich kann nur ein Kompliment aussprechen. Der Sissi Rieck, ihren Frauen und allen, die das Kinderjodelchöli Rindl unterstützen. Sie haben vor 2-3 Wochen ein Konzert von ihnen gelesen. Ein gewaltiger Einsatz, den sie betreiben. Extreme Nachwuchsförderung im Rindl, wo der Sissi mit dem Kinderjodelchöli sich wahnsinnig engagiert. Und da habe ich vor ein paar Jahren auch gerne zugesagt, zum CD-Götti sein von dem Kinderjodelchöli. Und wir bleiben gerade im Rindl von den Kleinen und Jungen. Kommen wir jetzt aber zu den Gestandenen vom Jodlerclub Altstetten. Und auch sie bringen ein weiteres Wahrzeichen mit. Bei ihnen auf dem Wagen oben sehen wir die Burg Neu-Altstetten. Und da, wenn man vorne auf dem Traktor und auf der Seite vom Wagen sieht, am besten alle in die Agenda einschreiben, weil schon gleich ist es dann zu Altstetten soweit mit dem Nordostschweizerischen Jodlerfest. Auf der Seite werden sie da begleitet von der Dirigentin, von der Hedi Fitze. Zum Wohl, Hedi! Der Jodlerclub Altstetten feiert dann in 3 Jahren nicht nur das Nordostschweizerische Jodlerfest, sondern er hat das Fest gerade so platziert, dass gleichzeitig auch das 75-jährige Jubiläum vom Jodlerclub Altstetten gefeiert werden kann. Auch in diesem Jahr kann man es aber nicht hören. Am 29. Oktober haben sie dann in Altstetten wieder ihren Jodlerabend. Und ein bisschen vorher, am 2. und 3. September, haben sie ein Jodlerbeizli am Städtlifest in Altstetten, wo natürlich auch einen schönen und heckigen Ausflug versprechen können. Als nächste Gruppe sehen wir den Schweizerischen Club für Entlebuchen Sinnenhund aus dem Entlebuch. Ich hoffe, ich habe es richtig gesagt. Es ist mit meinem Dialekt alle ein bisschen schwierig, dass man hier den Akzent nicht rausgehört. Also die nächste Hunderasse, die sich hier parat gemacht hat. Sie sind nicht gerade hier in der Schweiz bekannt. Sie sind über Europa aus bis in die USA bekannt mit ihren Hunderassen. Und sie sind über 300 Mitglieder, wo die Hunderasse unterstützt. Der Entlebucher Sennenhund ist der kleinste Vertreter von der 4 Schweizer Sennenhundrassen. Aber auch die kleinen Hunde, die Entlebucher, haben den Weg auf Appenzell geschafft. Und wir wünschen ihnen viel Energie für den Rest des Umzugs. Wir hoffen, dass es nicht zu warm wird für euch. Als nächste Nummer haben wir hier die Alphorn-Gruppe Trio Rindenberg von 2 Simmern. Und gerade ganz am Anfang sehen wir hier die schöne alte Dreiorgel mit selber gemachten Figuren. Ich weiß nicht, Sie sehen das auf beiden Seiten, aber sicher die Gäste auf der Tribüne, Sie haben die selber gemachten, handgeschnitzten Figuren. Vreni Hildebrand, der sich wirklich selber engagiert hat, und allen 3 ganz herzliches Dankeschön. Sie haben nämlich einen weiten Weg von 2 Simmen im Kanton Bern sind sie hier auf Appenzell gekommen. Herzlich willkommen, schön sind ihr da. Wir haben schon ein paar Wahrzeichen dürfen bestaunen auf diesen Wegen, aber das bekannteste Wahrzeichen oder eines der bekanntesten hier vom Appenzellerland dürfen wir jetzt bestaunen beim Jodelchörli Wilkirchli. Sie werden hier begleitet von ihrer Dirigentin, von der Heidi Meier-Bösch, und sind einer der ältesten Jodlerclubs in Appenzell. Auch das Jodelchöli Wilkirchli hat mit den besten Noten ES abgeschlossen. Gratuliere euch von Herzen. Also mit dürfen an dieser Stelle wirklich sagen, alle von unseren 7 Trägervereinen, ihn hat natürlich noch mal mitgemacht, Singelchöli, weil mit den höchsten Noten, mit den Noten ES am Heimspiel an unserem eigenen Jodlerfest abschließen.
jetzt wieder ein herzliches Willkommen den Fahnenschwinger. Damals vor uns die Fahnenschwingervereinigung Lindgebiet unter dem Obmann Erich Blöchlinger. Wer es nicht gewusst hat, auch die Fahnenschwinge können im Duett an den Wettvorträgen teilnehmen. Also dann ist das Ziel natürlich möglichst synchron miteinander Fahnen zu schwingen, auf die verschiedenen Kriterien zu achten. So haben den Wettkampf in der Turnhalle gehabt, natürlich wegen dem Luft, dass sie auch möglichst die optimalsten Bedingungen haben. Weil sonst ist natürlich nicht all gleich einfach, wenn man mal gleich noch den Luft ein bisschen bötschen will. Und das wettkampfmässig Fahnenschwingen ist ganz genau geregelt. Es sind 93 unterschiedliche Schwünge, namentlich in den Reglement aufgeführt. Wir unterscheiden zwischen Unterschwing, Lieb- und Körperschwing, Tellerschwing, Dächli, Stich, Schlinger, da ist dann schon über meinem Latein, Mittelhochschwing und Hochschwing. Und all die Schwünge, die Übungsteile, müssen rechts- und linkshändig ausgeführt werden. Riesen Applaus auch für die Fahnenschwinge vom Lindgebiet. Wir hören aus der Ferne Klänge von der Musikgesellschaft Hasle. Auch sie sind Zeiten im Einsatz gewesen am Musikfest und jetzt hier erweisen sie uns am Jodlerfest mit ihrer Musik auch noch hier. Also auch die Hasler ganz, ganz stark im Marschieren. Auch sie sind letzte Woche in Zähden gesehen und haben auch in der Marschmusik am Samstag den Wettbewerb gewonnen. Und 21 Gruppen. Auch ein riesen Applaus zu einem grossartigen Erfolg. Genau drei Monate gibt es dann schon wieder einen Anlass unter der Organisation von der Musikgesellschaft Hasle, das zweite Innerrhoder Oktoberfest. Tickets sind vorverkauft bereits erhältlich auf der Website mghasle.ch. Das Oktoberfest ist ein Anlass schon im Vorfeld von der Neuinstrumentierung, die sie dann für das 2024 geplant haben. Ich kann es euch wenigstens empfehlen, also es ist wirklich eine ganz coole Sache. Dass wir nicht extra bis ins Deutschhausen müssen, um an einem Oktoberfest, sondern gleich können das Auto einsteigen oder mit dem ÖV auf Haslabi. Ist ganz, ganz schön gemacht. Sie hat sich wirklich Mühe gegeben. Auch mit natürlich der Brezel und der Weisswurst. Und der Wirbel ist ganz, ganz ein schöner Anlass, wie so auf B gestellt bin. Das nächste Sujet aus dem Glarnerland macht Werbung für einen ganz, ganz grossen Anlass, der 2025 im Glarnerland stattfindet. Ein herzliches Willkommen und einen Applaus im Kinderjodelchörli Glarnerland. Also wenn es da nicht freut bei dem Gesang, ist wirklich grandios. So sind Italien natürlich aus einem bestimmten Grund. So haben im 2015 das eidgenössische Schwing- und Erblenfest im Glarnerland. Und wer sich auch noch gefragt hat, was denn die Appenzellertracht auf dem Wagen macht,
Und die ist ja eigentlich sicher nicht im Glarus daheim. Da ist Dunja Kern, sie ist Dirigentin von dem Köhli. Lediger heisst sie Pleieli, also Enzle. Und ist dann natürlich auch mit dem Appenzellerland tief verwurzelt. Der nächste Jodelclub, der uns jetzt sein Sujet präsentiert, feiert ein Jahr Jubiläum. 80 Jahre lang gibt es den Jodelclub Seebuben von Altnau schon. Und ganz klar, dass sie ihr Boot vom Bodensee gerade mitgebracht haben. Der Jodlerclub Bergarve von Opfikon Gladbruck im Kanton Zürich wird angeführt von vier Freibergern mit einem Langholzwagen. Wir sind eine Weile unterwegs gewesen, bis von Zürich mit dem Wagen hier zu Appenzell sind. Hallo miteinander. Das Motto von Ihnen: Langholztransport wie zu Großvaters Zeiten. Und uns freut es natürlich unheimlich, dass man tätig aufwendig in Sujets an unserem Fest umzugtörig sehen, dass alle die grossen Eben auf sich genommen hat, um hier dabei zu sein und uns so coole Sachen zu präsentieren. Jetzt gibt es ein bisschen Musik. Wir hören den Klang von den Schweizer Örgeli-Freunden Bergkristall zu tun. Alles, was du brauchst auf der Welt, ist ein schönes Jodlerfest und ein bisschen Liebe. Für Ihren Verein sicher ein ganz wichtiges Datum ist nächstes Jahr zu Bellinzona, weil sie sich angemeldet für das Ländlermusikfest. Bellinzona ist ein eidgenössisches Ländlermusikfest und sind hier fleissig am Proben. Von den kleinen Sinnenhunden zu den grossen Berner Sinnenhunden ist, ja, weil es geht, ein paar Kleidergrössen oder Hundehalsbinden Unterschied, wie wir es hier sehen. Auch schön haben die euch auf den Weg gemacht und sind heute bei uns dabei. Der Schweizer ist St. Bernhards Club und Sektion der Bernhardiner-Freunde Ostschweiz. Sehen wir hier mit ihren Bernhardiner. Ein alter Club ist da, der Schweizer ist St. Bernhards Club. Schon seit 1884 gibt es den. Ursprünglich als Unterstützung war der Hund Dink von dem Mönch im Hospiz auf dem grossen St. Bernhard. Wir dürfen uns auf eine weitere Vertretung aus dem Kanton Zürich freuen. Das Kellenländer Jodelchörli von Bauma. Ein Gruß ins Zürich Oberland. Salut miteinander. Hier voraus gesehen die Holzkölle, die sie euch selber geschnitzt haben. Vielen Dank für die Süßigkeiten. Ein Baumafladen ist bei uns gelandet. Sieht fast ein bisschen aus wie eine Kopie von einem Appenzeller Biberli. Wir probieren es dann nachher gerne probieren.
wenn ihr hier auch noch seht, auf dem Wagen, vor allem auf der hinteren Seite oder im hinteren Teil des Wagens, ist die Säusünd am Korb flechten. Von den Berner Wurzeln jetzt zu einer lokalen Formation, eine Streichmusik mit dem Hierig. Blanca, wer sehen wir da? Auf dem Wagen oben sehen die Anina und der Jan Haas. Das sind die Gaufen von unserem OK-Präsident Philipp Haas und seiner Frau, der Antonia Ledegett-Doble, also Hornsepp. Nikolas, ich glaube, du hast dich auch schon bei dir in der Sendung gehört. Ja, die Streichmusik, die hier spielt, die Streichmusik Dobla, das sind aber auch die Nachfahren von dem Hornsepp. Eine wunderbare, extrem talentierte Musik mit dem Andrin an der Geige, dem Fabian, dem Hackbrett, der Anja, dem Cello und dem Jüngsten, dem Lorenz, der jetzt auch mit der Geige mitspielt. Sie haben 2019 bei mir den Viva Nachwuchspreis im Fernsehen, in der Sendung Viva Volksmusik entgegennehmen mit einem hervorragenden Auftritt. Und jetzt lassen wir da ein bisschen zu und geniessen den Hiering. Und was jetzt sicher kommt oder weitergeht, ist unser Sammeltuch. Wir sind froh um eure Unterstützung. Eben so ein Fest ist nicht ganz kostenlos. Es braucht ganz viele Leute, Organisation, ganz viel Zeit und natürlich auch einen Haufen Budget. Und und wer jetzt denkt, ich glaube, den Mann, den habe ich schon gesehen. Ja, der ist nicht ganz falsch. Da ist der Erich Kolle, der war auch an unserer Mitternachtstunde unterwegs gewesen, für uns im Einsatz als Nachtwächter. Wir danken im Namen des ganzen OK für ihre Spende, für die Unterstützung von diesem Grossanlass, damit auch alle Unkosten vom Fest gedeckt werden können. Und wir dürfen hier zulassen und haben gerade die Alphornbläserinnen und Bläser vom Nordostschweizerischen Jodlerverband mit dem Obmann Urs Huldener. Insgesamt rund 440 Mitglieder in der Sparte Alphorn im Nordostschweizerischen Jodlerverband. Herzlich willkommen im Jodelchörli Ruckisberg von Heggeschwil. Sie haben die Kapelle, die im Ruckisberg oben steht, mitgebracht. Seit 1683 gibt es diese Kapelle. Ein wunderbares Örtchen mit Blick Richtung Bodensee und in Sentisue. Und offenbar auch mit feinen Öpfelringli. Danke vielmals. Von einem Jodelchöli zu einem Jodel-Doppelquartett. Wir sehen hier das Doppelquartett Frauenfeld, wo das Thema, das Festthema Frauenfeld grüßt Appenzell hat. Sie haben am Samstagmorgen
in der Turnhalle Kringel den Auftakt gemacht zu den Wettvorträgen. Und wir hören jetzt auch auf dem Weg oben einmal ihr Lied, das sie im Wettvortrag gesungen haben. Das Glück im Leben, komponiert von Heinz Güller. Als nächstes sehen wir hier das Brauereigespann von Appenzellenbier. Der Brauereiwagen wird gezogen von 5 stolzen Freibergern. Vorne links der Nero, der 9 ist, in der Mitte der Figaro, ebenfalls 9. Vorne rechts der Lars, 18. Hinten links der Diabolo, 6. Und rechts der Renzo, 7. Und die 5 Freiberger, die haben den recht viel zu ziehen. Der Fasswagen hat schon leer ein Gewicht von 2000 Kilo. Mit 32 Bierfässern ist es dann noch etwas mehr. An dieser Stelle will ich auch ganz herzlich unseren Premium-Sponsoren danken sagen. Hier drunter auch das Appenzellenbier, die AXA-Versicherung, das Kräuterhaus Appenzell und die Raiffeisenbank Appenzell. Danke euch vielmals für eure grosszügige Unterstützung. Hier sehen wir den Jodlerclub Utzwil mit dem Süsche Jubiläumsschuh. Hat 2021 100 Jahre Jubiläum gefeiert. Auch so haben sich schön Appenzell angenähert mit dem schönen Kühligon. Auch ein typisches Zeichen von Appenzell. Der riesige Schuh, den sie mitgebracht haben, den haben sie am Freitagabend mit einem Spezialtransport auf Appenzell geführt. Ich bin gespannt, wie das der Schuh dann wieder zurückkommt auf Utzwil. Auch die Medienpartner sind ganz wichtig für das Jodlerfest Appenzell. Ein herzliches Dankeschön allen Medien, die im Vorfeld über den Anlass berichtet haben und es auch geholfen haben, dass wir so viele Gäste am Jodlerfest begrüßen. Ein wichtiger Partner, der auch mit einem Süsche vertreten ist, ist die Landliebe, die gerade auch noch ein paar Exemplare dabei hat hier auf dem Rabbit. Wir haben natürlich schon seit 3 Jahren probiert, die Medien zu informieren, sodass sie regelmäßig über das Jodlerfest berichtet haben. Wir haben Pressekonferenzen durchgeführt und wir haben uns über jeden Artikel, jede Radiosendung oder jede Fernsehsendung gefreut, wo das Jodlerfest Appenzell erwähnt worden ist. Landliebe und Glückspost, die haben in der ganzen Schweiz aufs Jodlerfest hingewiesen. Wir machen einen nahtlosen Übergang zum Gofenchörli Schwellbrunn unter der Leitung von Rösli Brunner und der Anina Fessler. Mit dabei an der Handorgel der Vater von der Anina, der Hans Frick, bekannt von der Formation Frickbuben. Stefanie Mehl mit dem Süsche Büchelchörli Stehne Föfi. Und an dieser Stelle nur zum Sagen, es ist nicht gerade das Jugendchörli Appenzell, das die Stefanie trägt, sondern auch das Gofenchörli Gunten ist hier mit dabei. Auch das Büchelchörli Stehne Föfi hat am Wettvortrag die Höchstnote 1 gemacht. Gratuliere euch! Und bei diesen Tönen gar nichts verwunderlich, dass sie so gut abgeschlossen haben. Als nächstes hören wir schon eine weitere Bläsergruppe, und zwar ist das Bürgermusik Gunten. Sie ist eine von 3 Musikern, die wir im Kanton Innerrhoden hin unter der Brassband. Also Brüllisau, Hasle und Gunten sind alles in Brassband-Musiker. Thank you.
mit dem nächsten Rabbit unterwegs, Genossenschaften Landi, Sentis und Appenzell. Sie engagieren sich als Umzugssponsor. Ganz herzlichen Dank für euer Engagement, für eure Unterstützung von dem Umzug. Danke euch, dürfen wir den Festumzug heute am Sonntagnachmittag geniessen. Merci vielmals. Der Ivo Koller von der Landi aus dem schönen Grund, er hat sich da stark engagiert, dass die Zusammenarbeit zustande kommt. Er ist aber auch noch der Kantonalpräsident der Schützen und hat sich da auch stark gemacht, dass die Fähne dabei sind. Also in einer doppelten Funktion hat er das Jodlerfest Appenzell unterstützt. Und wenn man Glück hat, kommt man dann auch noch ein bisschen erfrischenden Wein oder Wasser von der Landi über. Und nach dem nordostschweizerischen Jodlerfest ist vor dem eidgenössischen. Wir drücken die Daumen, dass das nächste Jahr endlich wieder klappt. Das Zug vom 16. bis zum 18. Juni. Das nächste eidgenössische Jodlerfest. Schon jetzt ein grosser Verzug. Und da ist auch noch die Zentralpräsidentin vom Schweizerischen Jodlerverband, Karin Niederberger, mit Süßigkeiten, Zug und Kirschtorte. Da nehmen wir ein bisschen. Merci vielmals. Ganz fein. Danke vielmals. Unser Motto war, wir nennen noch eins. Ihr Motto ist traditionell, überraschend und vielseitig. Das war sicher auch speziell. Wir mussten nicht unbedingt eine Note abliefern, um nächstes Jahr am eidgenössischen Jodlerfest zu teilnehmen. OK-Präsident vom eidgenössischen Jodlerfest 2023 Zug ist der Regierungsrat, der Stefan Schleiss. So, wir haben auch gleichzeitig mit uns die ganze Vorbereitungsarbeit angefangen. Auch wir haben 2019 angefangen, unser Fest auf die Beine zu stellen. Und auch der Zug hat sich 2019 in einem Trägerverein gegründet, um die ganze organisatorische Arbeit in Angriff zu nehmen. Zwischen aus dem Kanton Thurgau, der Jodelclub Klein Rigi von Schöneberg-Radolf. Und sie haben das Hotel-Restaurant Klein Rigi auf ihrem Wagen gerade auch mitgebracht. Das Gründungslokal 1951 ist der Jodelclub Klein Rigi in diesem Lokal gegründet worden. Am Samstagabend hatten sie ihren Wettvortrag in der Kirche mit dem Lied «Es Wetter kommt». Und ich glaube, man kann von diesem Wochenende sagen, ein super Wetter ist gekommen.
Wir kommen schon zum letzten Sujet aus dem Appenzellerland, der hier am Umzug mitwirkt. Schützenchörli von Steh, angeführt vom Zeiger in seiner Tracht mit einer alten Zeigertafel, begleitet von ihrer Dame. Ja, gehen. Und nachher kommen die Schützen bestückt mit alten Quer. Das Schützenchörli ist 1967 gegründet worden, nachdem das am Schützenfest 1966 in Zürichsau draussen gemacht worden ist. Ihr Fladenschützen von Steh würden gescheiter ein Jodelchörli gründen, denn zaubern könnt ihr besser als schiessen. Und dass zaubern definitiv besser könnt, da haben auch euch am Jodelfest bewiesen, auch euch mit der besten Note 1 abgeschlossen. Gratuliere euch und einen riesen Applaus. Für alle Umzugsbesucherinnen und Besucher aus der Region, es gibt schon gleich wieder Gelegenheit, einem Schützenchörli in einem wunderschönen Umfeld hier in Appenzell zuzuhören. Am 14. August begleitet Schützenchörli den Berggottesdienst auf der Meglisalp. Und mit dem Pfiff sind wir schon beim letzten Sujet vom Festumzug am Jodlerfest Zappenzell. Die Stadtjodler Dietiken sind mit der Spanisch-Brötli-Bahn angereist. Sei bildet den Abschluss von unserem Umzug und wir bitten euch, schaut doch bitte auch jetzt noch dieser Nummer zuschauen, bevor es dann weitergeht. Also natürlich heisst das jetzt nicht, dass ihr gerne hingehen müsst, auf den Zug oder aufs Auto und verspringen, sondern wenn schon so herrliches Wetter ist und wir unser Motto natürlich auch noch ein bisschen ausleben wollen, nehmt doch noch eins, bevor ihr hingeht. Und geniesst noch den Umzug und das ganze Jodelfest hier zu Appenzell. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen bei uns. Ganz einen herzlichen Dank natürlich nochmal allen Helferinnen und Helfern, die hier im Einsatz gestanden sind, dass wir da überhaupt können stimmen können. Die OK-Mitglieder für die vielen investierten Helferstunden sind teilweise über 800 Helferstunden investiert, um das Fest auf die Beine zu stellen und sind die letzten 3 Stunden sicher nicht weniger geworden. Und all die mit dem öffentlichen Verkehr da sind und irgendwann heute Abend den müssen den Heimweg antreten, die Spanisch-Brötli-Bahn fährt offiziell nicht. Aber die Appenzellerbahn ist bereit mit einem grossen Aufgebot. Und sogar der Direktor der Appenzellerbahn, Thomas Baumgartner, ist heute nicht am Sponsorenanlass dabei gewesen, sondern er ist im Einsatz als Kundenlenker. Also wenn man Glück hat, kann man den Direktor persönlich auf dem Perron antreffen. Herzlichen Dank auch dem Shuttle-Dienst und der Appenzellerbahn für die Unterstützung, damit dann alle auch wieder den Heimweg finden. Danke fürs Mitwirken. Einen schönen Sonntag, kommt gut und gesund her. Adi miteinander.